Hi, hier ist wieder eure Lilidi und wir spielen mal wieder Road to Nuclear. Und zwar habe ich dieses Mal die Klasse vorgeschlagen bekommen vom Gamers Heart, die MSMC mit Schalldämpfer und Laservisieren. Die Extras sind kugelsichere Weste, Plünderer und Taktikmaske. Und die Granaten sind zweimal die S-Mine, einmal die Schocklade. Und als Punkteserie sollte ich mir die Drohnen reinmachen und FFA spielen, also frei für alle. Und ich bin nicht da alleine, und zwar habe ich jemanden mitgebracht. Dr. Three-Day Fight. Oh, okay. Jetzt muss ich eben. Ja, dann werde ich jetzt mal ein gediegenes Frei für alle Spiel suchen. Dieses Spiel wird ein Live-Commentary sein, also die heutige Ausnahme, weil ich letzte Woche nicht dazu gekommen bin, was hochzuladen, da wir natürlich Fastnet hatten. Fasching, Kölner Love und so weiter. Ja, dann werde ich jetzt mal versuchen, Frei für alle. ein einigermaßen gescheites Gameplay zu schmeißen. Macht unsere Nation stolz. Schon den ersten. Oh, keiner. Na, ach, ich hasse sowas. Du kletterst irgendwo raus und kriegst direkt das da. Jetzt kannst du eigentlich schon vergessen, weil du hast schon einen Kill. Was ist mit mir? Gutes Gameplay wieder. War das zu weit weg? Denke ich nicht. Ich kann es in der nächsten Runde versuchen, so ist es für mich. Ja, das Schlimme ist, jemand könnte. Der macht halt zwei Commentaries. Kämpfen die denn aber auch? Dermaßen scheiße. Was sind denn die ersten wieder hin? Drohne steht bereit. Drohne nähert sich. Ach, komm. Ja, als Thema, ich hätte gerne mal für diejenigen, die meine Videos hier auch gucken, gerne mal einen kurzen Vorschlag mit anderen Waffen. Ich kriege momentan eigentlich nur MP-Klassen vorgeschlagen. Und ich hätte gerne mal was anderes. Einfach mal so, was mich so ein bisschen mehr anstrengen lässt. Von mir aus, keine Ahnung, Sturmgewehre, Shotgun oder sowas. Problem ist bei Shotguns, wenn du mit einer Shotgun zerfst, du kriegst die über die, zum Beispiel jetzt bei Cargo, du kriegst die über die halbe Map nicht. Ja, schon klar. Muss ja theoretisch anders drauf gehen. Die Klasse, die ich jetzt hier bekommen habe, der hat mir noch drunter geschrieben, ich soll also ein bisschen campen. Das ist jetzt. Das liegt nicht in meiner Natur. Ich kann einfach nicht campen. Das geht einfach nicht. So, ja, du musst eigentlich auch die ganze Zeit in Bewegung bleiben, weil sonst kommen müssen sie alle auf einmal. Dass du da und da kämpfst und ja. Sobald vor allem einer von den Gegnern dann schießen tut, ohne Schalldämpfer und so weiter. Ne, ich will auf jeden Fall gucken. Ei! Das du musst mal deine Lauerstrecke. Ja, mich über dich verstecken. Nicht aufmachen, du musst es nur runterdrosseln, so wie du das hörst, so laut. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ja, hast du ein Thema, über das wir reden können? Nicht wirklich. Hast du die Nuklear-Tipps? Feindliche Truppen haben ja, die Ausrüstung klar, zerstört. Digga. Sag mal, ehrlich verdient, ey. Ja. Bestimmt wieder gespawnt wird mit deinen Kollegen. Ja, doch. Nee, viermal erst Spawn-Traps und zweimal alleine. Und immer mit MPs. Drohne steht bereit. Ich
Das soll mich schämen, Alter. Ja, das ist es halt. Was der Drohne nähert sich. Auf großen Maps ist gerade so mit der MSN10 ist zwar eine gute Waffe, kann man halt sagen, aber wenn da einer mit Sniper oder mit Dings ankommt, was mit Sturmgewehr, weißt du, hast du schon mal echt A-Karte, weißt du? Ja. Weil kannst du nicht auf ganz weite Entfernung, Alter, ohne sonst mal richtiges Visier, kannst du einfach nicht. Ja. Ey, neuerdings überleben die echt alles. Ja, es ne? sind so runtergestuft worden, das ist schon abnormal. Ja, so ist das Leben. Erst recht ein Call of Duty. Wie viel hast du dich schon auf Diamant? Ich hab gar keine, ey. Gar keine? Nee. Nee, ich mache mir jetzt erstmal die Scorpion Gold. Dann habe ich alle Diamonds. Dann gehe ich auf Sturmgewehre. Okay. Ja, ich brauche nur noch zwei MPs und dann habe ich die auch auf Diamant und dann werden schon meine dritte. Wie nennt man die? Waffenrichtung. Okay. Ja, ich habe die Snipes ja als erstes gemacht. Alter. War auch echt eine Heidenarbeit und ich habe mir letztens erst bei der Kalibre dermaßen runtergerissen, weil ich. Okay, ich muss sagen, Armbrust und Ballistic Knife ist echt einfach, weil du kannst es bei Waffenspiele so, oh, so leicht hochleveln, aber such mal ein Schild und ein Kampfmesser auf Gold zu kriegen. Es ist die Hölle. Ja. Oh, es war der Mühe wert, oder? So. Alter, löst die ganze Karte mal. Hast du in der Klasse Hardliner drin oder nur kugelsichere Weste? Nur kugelsichere Weste. Ich muss ja mit vorgeschlagener Klasse spielen. Ja, weil. Jetzt würde ich auch definitiv nicht Dings spielen. FFA. Wenn ich plötzlich komme. Dann eher sowas wie Herrschaft auf Strecke kommen, ne? Ich finde es halt im Vergleich alle am schwierigsten, weil wenn du einmal einen Kill machst und du verreckst dann gleich, dann hast du die ja, A-Karte bekommen. Kannst du Rage quitten und dann kannst du auf die nächste Lobby machen. Ja, ich will ja nicht Rage quitten. Feindliche Vorrichtung. Außerdem mache ich jetzt gerade einen Live-Kommentar, der macht das so klar. Kommt nicht gut. Ja. Hm? Nicht wirklich. Ich bin außerdem nicht so ein Rage-Quitter, weißt du. Das ist einfach nur so, ich weiß nicht. Weißt du, so oder so, auch wenn du jetzt sag, du verlierst, hast du eine Niederlage, weißt du, ob du rausgehst und verlierst, ist scheißegal. Beides machst du die Niederlage kaputt. Feindliche Kriegsmaschine eingesetzt. Ja, guck hier, die Friedensstifter, ich liebe es, wie jeder mit dieser Klasse abspielen ist. Hast du die auch Gold oder fehlt dir die auch noch? Die habe ich schon auf Gold. Diamond. Jetzt fehlen mir eigentlich nur noch die Skorpion und die kommt. Genau. Mich geraut vor der Chico. Obwohl die Chico ist eigentlich voll geil. Ja, nicht bei Chor, Alter. Oh. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Okay. Komm, es ist Live-Kommentar nicht an. Nachprovoziert würde ich niemals das Wort Arschthema zu sagen. Live-Kommentar ist. So geht's los. Sich dann noch so ein Beat drüberlegen, oder? Wir wollen ja in einem Live-Kommentar nicht fluchen. Ein vom Orbital kommt davon hin, ey. So. Ah, nicht so gut. Was ist eigentlich deine Lieblingswaffe? Der Lag. Das ist nur bei dir so wegen der Bildschirmübertragung. Meine Lieblingswaffe kommt drauf an. Von was? Allgemein. Allgemein. Momentan eigentlich immer noch die DSR, die Ballista, geht.
Nee. Mit der Blister kannst du einfach besser Quickscope. Oh, die DSR ist einfach der Bums. Deswegen DSR wäre das, von den MPs wäre es PDW. Okay. Welche Waffe hattest du eigentlich als erstes Gold? Ich glaube die PDW. Wer hat die nicht als erstes auf Gold gespielt, Alter? Bei mir war es, glaube ich, erst die PDW, dann die DSR und dann die MPC. Okay. Und MPC habe ich früher als letztes eigentlich. Jo, als letztes eigentlich. Ich bin letztens ja schon halbe bei der Vektor verzweifelt. Die Waffe, ich kann mit der einfach überhaupt nicht spielen. Ich frage mich, manche damit so gute Gameplays essen. Ja. Das geht einfach nicht, egal mit welchen Aufsätzen. Frei für alle! Ach so. Okay, mir liegt einer. Ja, ich wusste, da hinten liegt da schon einer. Feindliche Truppen haben die Ausrüstung zerstört. So, fängt natürlich gut an. Will ich die im Rage-Modus? Na, er kriegt natürlich noch. Du bist eigentlich schon frei für alle Meister? Drohne näher. Oh, ich bin tot. Ach, du hast schon die zweite Runde begonnen. Sniper mit Techniker drin. Unnötig, glaube ich. Techniker ist schon gut, aber nicht auf den Sniper. Ich hatte momentan, hatte letztens das perfekte Klasse für Hardcore. Bin ich ganz ehrlich, auch wenn sie es echt wirklich anhört, aber die FM5 mit MMS. Was? Toll. Mhm. Und schau dir einfach. Achtung, feindliche Drohne hier. Gut. Du dann. Wo bin ich jetzt hängen geblieben? Ah, da war jetzt einer. Ja. Ja. Das ist auch so. In letzter Zeit hat sie jeden gegeben, was sie erzählen. Ja, weil es auch die stärkste Waffe ist. Zweitwaffe. Also, ich habe mit einem Kumpel versucht, wer zuerst einen Schwarm schafft mit der B23R. Und also wir hatten da gleich Raids und das glaube ich in eineinhalb Minuten oder zwei Minuten hatten wir gleich den Schwarm zusammen. Das ist natürlich schneller, aber mit der B23 eher zwei Bursts und der ist down. Da denke ich mir schon mal. Ist... Wenn die anderen müssen auch noch mit der B23 erkennen. Ja. Nee, ich weiß nicht, in letzter Zeit hat Black Ops so dermaßen an, wie soll ich das sagen, Skill abgenommen. Alter. Jeder spielt bei Hardcore, das musstest du mal erleben. Du wirst ausrasten, wenn das ist. Oh Gott. Siehst du, was ich meine? Ich würde einfach mal so richtig schön hinlegen, weißt du, und warten, dass irgendeiner mal vorbeiläuft, ne? Na toll, ja, ne? Schießt auf den Müll. Ja. Hey, Kollege! Und dann noch ganz dick, wo ich muss sein. Oh, hast du es gemerkt? Was ist in dir gespürt? Ja. Ich dachte da immer noch. Oh mein Gott. Ist immer so. Camper verändern nie den Platz. Ja.
Hey, machst du eigentlich auch irgendwann mal Livestreams? Inwiefern? Das, was die hier anbieten, hier direkt mit dir zu verbinden, oder was? Nee, ich meine jetzt so Twitch oder Dailymotion. Aber... Für welche Abonnenten? Ja, wenn du größer bist. Ich glaube eher weniger. Mit Facecam und so. Das reicht nicht. Ich kauf schon so eine geniale Maske. Keine Erkenntnis mehr. Mit dem Guardian zockt er noch. Das war jetzt genial, Alter. Also, du hast schon die B23 in der Hand. Lauf doch! Ja, Leute, momentan ist es so auf so Fleck auf den Stand, wenn man aus dem Kreis. Einfach weil es ist einfach nur noch verkämpfen oder. Guck dir da an, wenn ich scopen würde, Alter, ich würde niemals so der meiste Drohne ist bereit. Verbündete Drohne nähert sich. Killen wir schon gar nicht in diese. Ja, genau. Das würde mich gerade jetzt kommen, mich mit einer Sniper-Sinne zu setzen. Entweder ich quickscope richtig. Wir haben zu laufen. Ich krieg manchmal echt Quickscopes, Alter, ey. Mit dümmsten Ecken am Schimmel. Aber Hauptsache ich habe einen Quickscope gerissen, ne? Hauptsache ich kann meinen Quickscope dann bei YouTube hochladen. Oh, Quickscope, Alter. Ich saß in der Ecke und hab gekriegt. Guck's dir an. Da, komm. Das war jetzt. Oh. Oh. Ja, das sind bei mir solche Momente. Ja, das sind so bei mir die Momente. Nachricht schreiben, Kontrolle. Ja, war das nicht der, wo die da vorher schon mal gekämpft hat? Ja, das war anders. Hauptquartier aus der Endung. Komm doch mit dem Modi ist gerade gar nicht klar, ey. Momentan eigentlich immer Hardcore, der verreckt, das ist mein Hassmodus Hardcore, ey. Perfekt, mein Meiner auch. So. Ich bekomme eigentlich gar nicht so damit klar, was du meinst. Was meinst du, wenn ich MMS auf den Fall hab? Bei Hardcore einfach, sag ich jetzt mal, absolut Zielsuche oder sowas reinklatschen, dann kannst du eigentlich echt gut reißen, meine Hardcore. Aber was ist eigentlich dein Lieblingsmodus? Achtung, feindliche Vorräte unterwegs! Bei Hardcore? Nee, allgemein. Allgemein, ach, das ist bestimmt. Feindliche Drohne nähert sich. Okay. Außer ich will echt auf viele Kills gehen, aber das ist ja nicht. Außer auf viele Kills, dann spiele ich Herrschaft oder Schranke. Wie stehst du eigentlich zu dem Thema, jetzt nicht zu dem Thema, sondern wie findest du eigentlich den Modus Bodenkrieg oder Bodenangriff? Keine Ahnung. Wenn ich ein gescheites Team habe, auf jeden Fall gut, ja. Okay. Tja, ich schreibe dir manchmal Nachrichten. Ja, klar. Sag ich dir nichts gegen. Das ist auch ganz lieb, was du auch mal einladen durch und alles was. Aber wenn hier Clan Leader sagt, Clan da machen wir, ne? Ich bin ja Co-Leader, ich muss. Ja, definitiv auch mitmachen, ne? Ja, ich weiß schon. Feindliche Truppen haben die Ausrüstung zerstört. Ich bin eine Co-Leaderin. Wenn wir uns in meinem Clan wenigstens auch so hören würden. Oh. Oh. Ja. Na, guck mal, ich hab noch einen hier. So. Komm, einen Kill, den machst du jetzt wenigstens schön. Oh, das war eine schlechte Runde. Sehr schlechte Runde. Aber war halt so.
So, mal kurz gucken. Mache ich jetzt noch ein Spiel? Musst du wissen. Und dann würde ich sagen, war das genug Tour für letzte Woche? Jeder kriegt normalerweise eigentlich immer nur ein Video, aber da letzte Woche gar nicht dazu kam. Und es ist hier frei für alle. Also, Sprengkommando dauert ja eigentlich im Prinzip auch immer meistens, wenn du es richtig machst, das hält 15 Minuten. Wenn du es richtig machst, 15 bis 20 Minuten. Ne? Ich hab gesagt, kommt aufs Team an. Und meine spielen halt eigentlich überwiegend Hardcore im Clan, weißt du? Deswegen kannst du schon mal. Hardcore-Sprengkommando gibt es leider nicht. Boah, das würde so übelst abgehen. Ich glaube, da hätte ich meinen Titel schon längst. Ja, da sitzt du dich vor den Spawn und dann brettst du einfach noch mit Noob-Tuber hin, ey. Weißt aber schon, dass ich nicht so noobig bin. Ha, komm, sei ehrlich. Ich wirklich nicht. Ich glaube, der einzige Noob-Tube, den ich wirklich anfassen würde, wäre die RPG, aber auch nur, um sie auf Gold zu machen. Wenn das überhaupt geht. Ja, kannst du. Frei für kannst alle Waffen auf Gold machen. So. Ein vom Lobster. Nicht vergessen, schnell und aggressiv. Oh, Junge. Freitag. Meine Hassen-Map überhaupt. Echt? Mal kurz erhöhen. Ey, mach's eigentlich, wenn du ein Road Nuklear geschafft hast. Das gibt's doch nicht. Ich komm. Der campt da unten. Haha. Ey, der ist mit der hergedackelt. Guck's dir an. Ey, wenn du Road to Nuclear fertig hast, mach dann eigentlich auch Road to Diamond. Offline. Suche ich mir einen anderen schweren Titel aus. Würde ich sagen, oder? Was gibt's denn noch für einen schweren Titel? Eigentlich Road, also da die Demütigung da. Meister der Demütigung. Das ist richtig schwer. Was muss man da machen? Zum Beispiel jetzt halt mit dem Wurfmesser cross the map, also richtig cross the map, zum Beispiel so wie bei Slums. Von einem Spawn bei Sprengkommando auf zur anderen Seite rüber. Okay. Oder ja. Oder 5 Abpraller mit dem Wurfmesser. Packets habe ich ja schon mit dem Wurfmesser. Das ist lustig, mach mal die Schildabschüsse, wenn du mit dem Schild Wurfmesser-Kills machen willst. Naja. Da habe ich mir immer 2 Wurfmesser eingepackt und dann ging es los. Oh, Junge. Da wollte doch schon wieder einer kommen hier. Drohne erwartet Befehle. Jetzt muss ich auch mal nuklear. Verbündete Drohne nähert sich. Ach Mann, hier sind Lachs frei. Hey, machst du dir jetzt eigentlich auch noch die Sturmgewehre auf Diamant oder lässt du die? Naja, alle. Drohne ich steht bereit. Verbündete Drohne nähert sich. Okay. Hast du eigentlich schon mal den Liga-Modus ausprobiert? Den was? Liga-Modus. Ja, da hatte ich schon mal mein Level 16 auf Platin. Aber es ist halt. Es ist kein Reiz dabei. Nee.
Ich weiß nicht, was du da gewinnen oder. Du kriegst die Level so schnell hoch. Eine Runde und 10 bis 20 Level hoch. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Soll er kommen mit der Drohne? Jetzt cool, da hab ich jetzt so geschrien, ey. Nein. Na. Oh. Das ist jedes Mal wieder so ähnlich. Achtung! Feindliche Konterdrohne ist aktiv. Mich wundert das sowieso, warum du keine Nuklear schaffst. Schlecht bist du jetzt nicht? Also. Okay. Lass ich dann jetzt 2-3 Sekunden kürzer, wenn man in England ist oder was? Ich kann gerade gar nicht hochkommen sehen. What the fuck? Oh, tut mir leid. Nice, oder? So. Drohne steht bereit. Hey, schau mal. Drohne näher sich. Weil ich sehe es ja über Skype. Ich hab jetzt den Ebene. Einfach. Patrouillieren nennt man nur. Ich hab's kein Feindliche Problem. Drohne nähert sich. Alter! Oh, Achtung! Feindliche Vorräte unterwegs. Oh Gott, das dürfte echt geil aussehen, aber hart, ey. Junge. Schöne Killcam. Auf jeden Fall, ey. Ja, das braucht er. Das Messer ist schön. Ja, ich hab's auch auf Diamant, aber irgendwie füßen die Einstellungen wieder. Na ja, gut, da beende ich das Spiel jetzt mal hier an dieser Stelle, sage. Leider wieder kein Gewehr. Versucht mal wirklich mir ein paar Sturmgewehrklassen zu machen. Tja, das war's von mir. Ich gebe das letzte Wort an dich. Okay. Und was soll ich sagen? Dich verabschieden. Okay, tschüssi.